Ja, guten Morgen aus Mexiko. Heute ist der große Tag. Wir werden jetzt gleich losziehen zu unserer Konferenz zum Thema Gaming und Gamification in Bibliotheken. Und das wird sehr cool werden. Wir hatten gestern schon noch mal ein Abendessen mit allen Speakern und alle verstehen sich sehr gut. Auch so in den Gesprächen kam heraus, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten gibt, sehr viele auch Gesprächsthemen einfach gibt. Und ich bin wirklich sehr glücklich, dass das Goethe-Institut das möglich macht, dass wir die wahrscheinlich coolste Gaming-Gamification in Bibliothekenkonferenz gebaut haben, die es jemals gab. Mir gegenüber sitzt gerade Roman Rackwitz, mit dem ich ja auch hier bin, was wirklich eine sehr große Freude ist, weil er als Nicht-Bibliotheksmensch, der ich glaube aktuell noch nicht mal wirklich Bibliotheken nutzt in der Form, sich jetzt seit Tagen Gedanken macht. Ich zwinge ihn quasi dazu, sich auf das Thema Bibliotheken einzulassen, und er aus seiner fast unendlich großen Gamification-Erfahrung immer wieder mit neuen Fragen und so weiter kommt. Es ist auch faszinierend zu sehen, dass die Fragen, die er stellt, genau die sind, die schon außen seit Jahren immer wieder gestellt werden. Das ist wirklich klasse. Und es geht ja um Gaming und Gamification in Bibliotheken, und da ist mir aufgefallen, dass eigentlich dieses Projekt, dieses große Gaming-Projekt, in dem wir hier mit 7 Bibliotheken über mehrere Monate ein Projekt, also ein Spiel gebaut haben. Ich bin dafür sehr oft nach Mexiko gereist, und auch dieses Spiel ist jetzt fast fertig. Wir befinden uns gerade in der Testingphase noch, schauen die Sachen nochmal an. Und dieses Local-Based Game hat ja nicht nur dafür gesorgt, dass die Bibliotheken zusammenarbeiten und sich auch eine neue, völlig neue Form der Inhaltsvermittlung erschlossen haben, sondern die sind jetzt auf eine ganz andere Art und Weise Spielort geworden. Also nicht nur Spielort, indem man irgendwie in irgendeiner Form eine PlayStation dort hat oder ein anderes Spiel spielen kann. Gestern habe ich mit Eli Neiburger noch gesprochen, der viele tolle Ideen da, was man als Bibliotheken machen kann, sondern sie werden Teil eines Spiels. Also sie sind dann wirklich Spielort, Teil eines Spiels, und zwar auf eine Art und Weise, bei der sie das Ganze, was dort passiert, selber kreiert haben. Und das finde ich eigentlich spannend, weil das ist eigentlich die Bibliothek als Spielort zweiter oder dritter Level. Denn in dem Moment geht es nicht mehr nur darum, einen erweiterten Konsumarm zu bauen. Denn das ist das, was Bibliotheken immer noch sehr oft machen, dass sie praktisch die Möglichkeit geben, in der Bibliothek zu spielen. Sehr oft erweitert um medienpädagogische Angebote. Ich will das überhaupt nicht irgendwie schlecht reden. Das ist wirklich spannend. Aber viel relevanter ist es natürlich, selber sich dieses Thema zu erschließen. Und ich glaube auch, dass im nächsten Schritt die Bibliotheken dieses neue Wissen, diese neue Idee auch auf andere Bereiche ausweiten können. Also so wie, wir haben ja diese Makerspace-Diskussion. Ich bin mir ein bisschen skeptisch, ob wir es wirklich Makerspaces nennen sollten, aber wir haben diese Makerspace-Idee. Auch dort wird Content produziert, und dort könnte man die Erkenntnisse daraus, Spielort, Makerort, wie auch immer zu werden, auch anwenden und weiterentwickeln. Ich freue mich sehr darauf. Das wird sehr cool heute. Ich habe schon ein paar der Vorträge in Teilen gesehen. Ich bin sehr begeistert, dass es anscheinend genauso wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich kann nur empfehlen, gerade auch für diejenigen, die jetzt nicht online sein können, die Streaming-Angebote sich angucken können oder die nicht Spanisch verstehen, weil wir natürlich im Streaming-Bereich das alles auf Spanisch übersetzen, sich die Videos anzugucken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich weiß schon, was die anderen, ich weiß schon, dass es da ein Projekt auch gibt, wo wir das Ganze noch vertiefen könnten und vielleicht sogar das ganze Netzwerk da benutzen könnten. Aber darüber darf ich noch nichts sagen, denn da müssen die großen Leute mit dem Geld noch ein paar Sachen klären. Also, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit in Deutschland. Hier geht jetzt gerade die Sonne auf. Wir werden jetzt wieder eines dieser wunderbaren Frühstücke haben. Und dann geht es rüber zum Goethe-Institut, und dann werden wir die coolste Gaming-Gamification-Bibliothekenkonferenz haben, die es jemals gab. Bis dann. Ciao.